Dann wollen wir doch mal sehen. Erstmal Aufträge und Jagdziele in der Region kann man sich ja anscheinend anzeigen lassen, aber es gibt keine. Aber hier im Grenzwald, südwestliches Sambrequa. Der Grenzwald macht seinem Namen alle Ehre. Er dient als schützender Grenzstreifen zwischen dem Kristallgürtel und dem Heiligen Kaiserreich. Seine Bewohner schrecken allzu leichtsinnige Reisende davon ab, sich in sein finsteres Dickicht zu wagen. Weil sie acht Beine haben, könntest du recht haben. Naja, ich schätze, wir finden es einfach raus und ich weine ein bisschen. Vielleicht haben sie ja auch weniger Beine. Ah, ein Wald also. Oh, ich hasse so kleine Fliegen. Ich hasse die. Bastard, blood flies everywhere. I told you we should have taken the Crystal Road. And I told you that we're outlaws. Der Torgel ist gar nicht dabei. Bounty hunter in storm, hurrying us from here to the Holy Capital. Besides, what's wrong with a shortcut through nature's splendor? Yeah. The Deadlands claim more of the realm each day. That a place like this still exists is a miracle in itself. Blood flies and all. Ja, das muss reichen. We'll be back in Imperial Land soon. You all right? Never better. Sounds like it. Torge! Er ist doch da. Good boy. Ja. That there is a fine hound. Soon took to hunting. Fearless as you like. It's good to have you back, Torgel. Now, we don't want to be caught in the forest after nightfall. Ich reite einfach auf Torgel nach Hause dann. Rauchspuren. Der beste Freund eines Helden. Torgel hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Clives Seite. Torgel-Kommandos. Mit nach links kannst du zwischen Schnellmenü und Torgel-Kommandos wechseln. Oh, das wird gar nicht für Probleme sorgen oder so. Beißen, heilen, anfallen. Sick. Heal on Ravage. Okay. Mit dem Hilfsaccessoire Ring des zeitigen Beistands braucht Torgel keine Befehle mehr. Ja, wir gucken mal, ne? Did I mention there'd be deadly beasts? There'll be deadly beasts. Cool. Nothing a trained assassin can't handle, though. How reassuring. You're welcome. For that and the shortcut. Ich hab Angst. Bin ehrlich. Boah, die Soundkulisse, Junge. Toll, dass du einfach wegrennst. Much appreciated. Ich weiß nicht, wäre da links was gewesen? Bin unsicher. Maybe they're friendly like Torgel. I don't think so. Maybe they're not. Okay. Erstmal ein ganzes Rudel fetter Wölfe. Okay. Torgel, beißen. Mitten im Kampf. Okay. We still have a way to go. Set, jetzt warte doch mal. Ich finde das ein bisschen wild, dass die Leichen einfach hier so liegen bleiben und sich nicht auflösen oder so. Noch mehr Isegrims, aber die laufen vor was weg. Das ist nicht gut. Oh oh. Oh shit. Der ist groß und schuppig. Er ist der Krokodok. Looking for food. No more wolves where he's from.
The north was one of the first parts of Storm to fall to the Blight. Poor sod. I'd invite him over for a cup of tea if I didn't think he'd eat the dog. Nein, Torgel wird nicht gegessen. Torgel wird nicht gegessen. Let's try and stay out of its path. Oh, ich glaube, diese Blumen werden eventuell lebendig, ha? Huh? Sieht ein bisschen so aus, als würden sie mich gleich anfallen. Yep. Remember when I said there'd be deadly beasts? Well, the shrubs in these parts are much better. I knew anything to mention this now. Die sahen schon so verdächtig aus, dass so viele waren. Hä, was, Waldbrand? Ich doch nicht. Das ist ja kontrolliert. Oh, kontrolliertes Feuer. Oh. You can pet the dog, Chad. Oh, meine Seele wird gereinigt. Zauberhaft. Torgel ist alles. Torgel ist live. Torgel ist der Grund, wieso ich das Spiel spiele. Auf die. Thank you kindly. Ein Gentleman, der Clive. Was passiert jetzt wieder? Nur eine schöne Aussicht? Okay. The ruins. They're everywhere, aren't they? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Modona? Some say there was a time they blocked out the stars. Down was the only way left for them to go. There's probably a lesson to be learned from that. But it can wait. Come on. So, so, die waren also mal im Himmel, sagst du, ja? Spannend. Mind your eye. Aber ganz ehrlich, PS3-Spiel am Arsch. So schön. Wenn nicht alles so tödlich wäre, wäre das ein richtig schöner Spaziergang. Ich würde aber gerne... Kann ich aber nicht, ne? Ich würde gern weiter rauszoomen so ein bisschen, aber ich glaube, das geht nicht. Oder... Wir könnten auch mal speichern, by the way. Würde wohl auch nichts schaden. Ich kann die Karte nur invertieren. Ist mal noch ein kleines bisschen leiser. Irgendwann will ich diese Visualisierung von Geräuschen auch mal anmachen, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht. Guck mal, wie schön hier alles ist. Und dann hörte die Musik auf. Wo ist Torgel? Da oben. Lässt mich auch einfach in die Falle rennen, ne? Der Sack. A Wyvern. I can see that. Doesn't have to be a friend of yours, does it? Witzig, dass wir jetzt einen Wyvern erschlagen. Das quasi von unserem Namen freimachen. Von unserem Sklavennamen. Au. Jetzt, Waldbrand. Guck mal, wie verdorrt hier alles ist. Ey, Sid, so ein richtiger Clown. Aber ich würde es gar nicht anders wollen. Ja, richtig gelohnt. Der Ex-Wyvern hat Wyvern erledigt.
Wow, das gab nur 12 Erfahrungspunkte. Also die XP in dem Spiel sind ein bisschen, also, you know. Lass ein bisschen zu wünschen übrig. Lahi? Must be a nest nearby. Keep your eyes open. Ja, ja, solange es nur Drachen sind. Vor Drachen habe ich keine Angst. Weil ich habe das Gefühl, ich hänge Clive so ein bisschen sehr am Arsch. Well, it appears we won't be going this way. Weißt du, wie ich meine? I'll admit, I hadn't counted on that. Ich habe auch das Gefühl... Ja, der Motion Blur ist besser geworden. Tierische Instinkte. Kein Frust, wenn du dich einmal verlaufen solltest. Halte L3 gedrückt und lass dich von Torgals Spürnase auf den richtigen Weg leiten. Thank you, Togo. Pet him. Nice. Ich finde es ganz spannend, weil hier habe ich jetzt wieder keine Karte mehr. Mal da hinten noch was, wo Sid hingelaufen ist. Nein. Oh, ich mag die Musik, ne? Mann, der kleine Soken in meiner Playstation geht aber richtig, geht richtig hart ab hier. Das Kadaver. Hm. Lecker. Sweet. This is stupid. I like wolves. Ja, aber wenn sie mich fressen wollen, was soll ich machen? Ich möchte das hier auch nicht, aber... Sie legen es ein bisschen drauf an. Stay down. We did what had to be done. Doesn't mean I have to like it. No. No, it doesn't. Ich mag aber, dass sie so ein bisschen... Dass sie nicht so blutrünstig sind, weißt du, wie ich meine? Hab selber gefunden, aber Torgel, hast du toll gemacht. Wir werden dieses Spiel so 120 Stunden spielen und 20 Stunden lang nur das hier machen. You like that, don't you? Weißt du, es gibt Menschen, die das Spiel durchspielen und diese Trophäe nicht haben und ich frage mich, was für grausame Menschen das sind. Wie kannst du Torgel nicht streicheln? Was soll das denn? Kann man so sein? Das sieht nach einer Boss-Arena aus, hm? Wisst ihr aber, woran mich das erinnert? An den Anfang von Final Fantasy IX und den Dingswald. Das heißt, hier kommt jetzt gleich eine Pflanze und nimmt sich Sid und saugt ihn auf. Bisschen hat es aber auch Nier-Vibes gerade. Ja, das mit dem aus dem Weg gehen? Hat so semi-gut geklappt. Uff. Und wie der sappert. Der braucht bestimmt nur einen Snickers. Der braucht doch bestimmt nur einen Snickers. So much for your shortcut. Still short. Naja. Au. But it'll be a damn sight quicker if you help me. My thoughts exactly. Too slow. Bam. Oh, der kann eine Barrel Roll. Du bist mir ja ein Wilder. Get him. Not this time.
Ich höre hier aber schon ein bisschen 14 raus, ne? Solange das Snickers nicht aus Sid oder Clive besteht. Ach, warum eigentlich nicht? Wow. Das bringt ja gar nichts. Guck mal, wie wenig das heilt. Torge Vita kannst du ja in der Pfeife rauchen, Junge. Oh oh. Vorsicht. Where he stops, no one knows. I doubt he'll do that again. Not if we kill him first. Na dann, weniger labern, mehr prügeln. Ich hab gedrückt, Manu. Der Typ hat aber auch eine Range. Manchmal drücke ich auf Ausweichen und es passiert. Das ist schade. Ach, so wie jetzt gerade. Uiuiuiuiuiui. Wow, Torgel heilt mich so 5%. Ah nein, guck mal, jetzt geht's weiter hoch. Ach, Fafnir! Ja, sieh mal einer an. Den hätte ich nicht erkannt, wenn sie es nicht dazu geschrieben hätten. He tried, okay. Okay, aber sein Heal ist verbesserungswürdig. Muss man leider sagen. Naja. War okay, denke ich. Wir leben noch, das ist die Hauptsache. Oh Gott, Clive. Oh shit. Come on. Stand back. Ja, können wir darüber mal sprechen? Dass er einfach Emmett Zack ist. Ich meine, Ramu. Oh shit. You're dominant. I am. I. Nicht mehr lange, wenn er so weitermacht. But not by choice, mind. Old bloody realm of strapping young lads. And it was this sorry sack of bones Ramu saw fit to home. Sid, you say you want to help Dominance and Bearers, but what's in it for you? What's in it for me? The same as for all of us. What we want and deserve. Save for our knack, Dominance and Bearers are no different from anyone else. The ability to use magic or summon great beasts should command respect, but instead has left us outcasts. Our kind are used and discarded like tools, yet we are men, so why must we die as less? I see. So what you're saying is you want to start a war. you flatter me, lad. But my days as a firebrand are long behind me. No, I only wish to offer our kind a choice. A place where we can die on our own terms. Okay. Okay. Mhm. Ich werde also wieder geheilt bis zu dem Punkt, wo meine HP so ein bisschen hellgrau sind. Können wir den noch looten, so Monster Hunter-mäßig? Leider nicht. Hat ein bisschen was Monster Hunter-mäßiges, oder? Außerhalb des Kampfes funktioniert Torgel heilen auch leider nicht. Schade.
Weide ihn aus. Ich hätte gerne, aber ich durfte leider nicht. Clive, what exactly do you plan on doing when you find this Dominify? What do you think? I'll show him the mercy he showed my brother. And cut out the tongue of any man who tries to talk me out of it. All right. Forest dark enough as it is. Nun, Clive. Was machen wir nur mit dir? Bin echt gespannt, wo die Story hingeht. Wow, dunkel. Roger! Hi. Oh nein, Hornissen. Guten Tag. Bin ich da dran? Ich hab Magie. Sid, ich überlasse dir die, ne? Der Kampf ist ein bisschen unfair. Ich kann nicht so hochspringen. Ich kann nicht so hoch springen. Fies. Folgen wir Torgal. Nicht da hoch? Nein. Ich nehme dann mal die am Boden, ne? It's over. Ich mag aber, wie dynamisch die Kämpfe sind. We follow her upstream and we'll be in Rosswing in no time. In no time. Right. Also, dass es so fließend übergeht, meine ich. Und Level up. Geht aber ganz schön zügig. So, ich weiß, der Weg ist ein anderer. Aber Loot? Dealer Laune Loot? Nur ein bisschen Angst, dass ich irgendwo runterspringe, wo ich nicht mehr rauskomme. Hier zum Beispiel. Ich mach einfach mal, ne? Schon schief gehen. Ach cool. Drachenbaby und Wölfe. Sexy. Ich auch, und jetzt? Ein Drachen-Avis. Oh, guck mal, da ist eine Kiste auf. Dann hat sich's ja schon doppelt gelohnt, vom rechten Weg abzukommen. So, Torgel, anfallen! Ja, guck mal, also das Graue wird so ein bisschen wiederhergestellt, ne? Das ist nett. Noch ein Meteorstein. Ich werde mich in dem Spiel so richtig hart verlaufen, glaube ich. Okay, da geht's weiter, sagt Torgal. Hier liegen noch Items rum. Weiß ja auch nicht, wie wertvoll die irgendwann mal sind. Oh, warte, ich glaube, hier waren wir. Finde ich aber ein cooles Feature, weil so kannst du halt auch rumlaufen, ohne dir Sorgen zu machen, weil du schon irgendwie wieder heimfindest. Weil du halt das Torgel-Symbol hast. Das finde ich einen guten Kompromiss.
Hallo, mein Süßer. Noch sind sie gnädig mit den Supertränken. Wild. Oh nein, gibt's noch einen zweiten? Oh. Oh. Royal Scout. Someone's far from home. Let's follow him. Sollten wir das tun? Super getarnt, die sieht man bestimmt überhaupt nicht. Ey, Benedikta! And? They're just down that way. All of them. Grieger's my witness. Excellent. We move. I don't understand. Have I not proven loyal? It is true my liege values loyalty above all else. But were you not quick to betray your countrymen for the promise of coin? Oha. So kann man Lagerfeuer auch ausmachen. That woman. Benedicta Harmon, commander of Walud's elite intelligences. Oh, er ist bestimmt auch aus dem Kaiserreich, oder? You can capture her. You. Wenn die sich so gut kennen. On the ground, Imperials. Oh, die machen gleich kurzen Prozess mit mir. At least they're not giant lizards. What a lady of the wind! Oh, ich mag die Musik. Warte, hat der gerade Donner eingesetzt? Habe ich mir das eingebildet? There's a good boy. Wahrscheinlich. Der Mitternachtsrabe. My wounds, boy. Aber ich glaube, Torgel kann mich auch nur maximal in diesem grauen Bereich heilen, ne? Ja. Filmisches Kräftemessen. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes orange leuchtet, es gibt also noch mehr Quicktime-Events, drücke wiederholt Viereck. Oh cool, das heißt, wir werden sterben. Wenn das schnell viel drücken ist... Ich bin so schlecht darin. Sid, wie wär's mal mit Hilfe? Mein Januar, dass dir nichts ausmacht. What the fuck? Wo kann er denn sowas? Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Warum will ich mit Kreis ausweichen?
Was hat er so gedacht? Und guck mal, der kann Blitze. Was ist denn damit auf sich? Feuerspeien, kann Blitze schießen. Dass er Wind kann, macht ja vielleicht irgendwie Sinn. Wenn der zu Benedicta gehört. Falk. Ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher, aber. Jetzt macht er das schon wieder, der Lump. Immer feste drauf. Ach, reicht dann aber auch mal. Sweeter Finisher, da kann sich Jack aber noch eine Scheibe von abschneiden, du. Sweet. Aber guck mal, wir werden richtig krass mit Geld zugeschissen. Aber Erfahrung geht so. Oh, erhöht den Angriffswert um 7. Nice, kann ich das bitte gleich ausrüsten? Sweet. Kaputt. Das erinnert mich auch ein bisschen an Stranger of Paradise. Von der Struktur her. Well, you do look the part. Though you fight like a true shield of Rosaria. And one blessed by the Phoenix at that. Woher weiß er denn, wie ein rosarisches Schild kämpft? Hm? Speaking of which, I wonder, does the other icon of fire give blessings, do you think? You don't believe me. And lo, the creator did make of the elements 8 icons to serve as keepers of the one law. Not that I've ever set too much store by holy doctrine, but on that point, it's clear. Fire has always had just the one warden, as of all the rest. A new one can't be born until the previous dies, and even that can take years. The thing is, you don't strike me as a liar. Hmm. Which leaves but one person who might be able to shed some light on the matter. And there in Lostwing. As are our Waluda friends, I would imagine. We should hurry before it gets dark. But what if someone discovers the bodies? Well, and they'll be sorely disappointed. Erlootet, ich liebe ihn. Also, die brauchen das doch nicht mehr. Abschnitt wiederholen und Arcade-Modus. Ach, dafür ist der Stein also auch gut. Weil es gibt ja auch einen Highscore-Modus. Den werden wir wahrscheinlich nicht sehen, aber es gibt ihn. Wo er recht hat? Schon, oder? Hier immer so einsam und alleine. Orabel-Hügeltal. Die idyllische Hügellandschaft im Süden Sunbrecks ist kaum besiedelt. Wer nicht weiß, wo er suchen muss, trifft nur selten auf andere Menschen. Okay, ich könnte aber zurück ins Versteck gehen. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, zwischen den Missionen zurückzugehen für eventuelle Sidequests. Also würde ich sagen, finden wir es einfach mal raus. Nehmen nicht an, dass sich jetzt groß was getan hat, aber wer weiß. Charon hat neue Handelswaren. Wir könnten unseren Kram verbessern. Aber keine Sidequests. Gucken wir mal, was sie so dabei hat. And what do you want? If you're gonna buy some, be quick about it.
Eine Wolfsschärpe. Geld habe ich halt an sich echt viel. Weiß nur nicht, ob es schlauer ist, die Sachen zu craften oder zu kaufen. Ja, ich komme vielleicht gleich nochmal wieder. Wir haben ja auch... wir haben doch was bekommen. Richtig, hier das Abzeichen der Stärke. Fragen wir doch mal unseren Schmiedfreund. Make it quick. What do you want? So, weil bei dem kannst du direkt diese besseren Sachen hier kaufen und sie dann noch weiter verbessern, aber halt gegen Items statt Gil. Aber Items haben wir ja gerade eigentlich fairerweise eine ganze Menge. Ist halt wahrscheinlich immer die Frage. Muss man wahrscheinlich so eine Balance finden zwischen Sachen kaufen für Gil und dann upgraden mit Sachen. Könnte ich mir vorstellen. Auf 5 mehr Verteidigung. Not bad, if I do say so myself. Schon mal keine schlechte Idee. Weiß halt nicht, wie selten zum Beispiel so Sachen wie ein Meteorstein sind. Vielleicht sind die super selten und ich sollte das nicht einfach so rausknallen. Not the best work, but it'll do. Aufgetonnen. Aber naja, ne? Wer kann, der kann's. Neidisch ruhig. It'll last you a good while. Ich mach einfach mal. Sonst bin ich immer so zaghaft. Yeah, I should do you. Dass wir das jetzt einfach mal machen, soweit geht. Anything else? Können wir nämlich unsere Gil für Heiltränke und so behalten. Where to next? For now, we rest and regroup. You're leaving? Already? Well, stay safe. Oh, er ist süß. Mach mir nur ein bisschen Sorgen um ihn, weil seine Charaktere haben meistens so ein gewisses kleines Problem. Oh, aber wie süß das ist mit der Gruppe. Ist das voll knuffig. Apropos, ich könnte eigentlich auch mal wieder... Nee, kann ich noch nicht. Ich will das haben. Ja, das sind ja die Dinger, die ich ausrüste, ne? Genau. Also an sich wäre es schon cool, das hier abzugraden, aber ich hätte halt wirklich, wirklich, wirklich gerne diese Lebensflamme, weil die mich auch teilweise heilt. Das heißt, wir sparen wohl noch ein bisschen, wie es aussieht. Gut. Dann auf ins Orabel-Hügeltal. Können ja Sid nicht so lange warten lassen. Der weint sonst. Oh, wie schön. Einige Zeit später. So much for arriving before sunset. I didn't realize we were this close. Any idea what that is they built the village around? The Fallen Ruin. I've heard some call it an airship. What? Those flying days seem to be behind it. It's a shame, that. Man, Sid, was los? You truly think a dominant's waiting for us in that village? My scout has never given me any reason to doubt him. Which is why I think we should hurry. Come on. Sid müsste sich mit Luftschiffen doch auskennen. Ein Obelisk.
Ein aktivierter Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu dessen Standort. Er kann sowohl über die Weltkarte als auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Um einen Obelisken zu aktivieren, muss Clive sich ihm nur nähern. Klingt praktisch. Es ist sehr dunkel hier. Sehr dunkel geworden. Laute Stille. Habe ich hier jetzt also eine Karte? Okay. Interesting. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen so eine richtige Map. Das ist ja cool. Es gibt also nicht nur so Schlauchlevel wie das, in dem wir eben waren. Wir können sogar einen Marker setzen. Ist ja geil. Glühwürmchen. Gibt's hier dann wohl Monster? Ich meine, wenn das essentiell eine Siedlung ist. Bin unsicher. Oh Gott, jetzt hat er den Turbo angeschalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er rennt. Figures up ahead. Are they friends or foes? Oh, ich schätze, das finden wir gleich raus. Der sieht nicht so nett aus. Manslaughter time. It's over. Weißt du, dann war es nicht mal ein Finisher. Das False Advertisement, Clive. Was ist da los? Oh hey, ich glaube, ich habe die HD Grapes gefunden. What is it they want? You're welcome to ask the next ones we meet. Let me know how it goes. Schatz, ich habe die HD Grapes gefunden. Das vielleicht beste Meme. Herrlich. Okay, also in so Gebieten, in so Map-Gebieten fängt er irgendwann an zu rennen. Das ist gut. Oha, das soll mal ein Luftschiff gewesen sein. Weiß ja nicht. Sieht irgendwie nicht so aus. Aber sieht cool aus. Jetzt schon der erfolgreichste Abend. No sign of the Royalists. Or anyone else for that matter. It's too bloody quiet. Alle tot. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scouts. You start here. I'll circle around the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout. Subtle. Torgel kann ja jaulen. Es fällt nicht so auf. I don't even know what he looks like. Halte ich jetzt auch nicht so für schlau. Also wie gesagt, ich habe bei Sid so ein bisschen Sorge, dass das irgendwann mal in die Binsen geht hier. Wenn er irgendwann überlegen muss, ob er Benedikta oder mich lieber mag, entscheidet er sich vielleicht für die Frau. Oder sowas in der Richtung. Impressive. The village can't be completely abandoned, can it? Ja, da läuft eine Ratte. Aber guck mal, die Obelisken funktionieren, glaube ich, ein bisschen wie Ätheriten. Weil ich mich jetzt dahin porten könnte. Das sind einfach die Ätheriten von 16. Cool. Gefällt mir. Ein bisschen mehr sehen fände ich auch gut, aber. That sounds like a child. Ja, das Kind wird es ja wohl nicht sein. Hallo? Hast du dir Aua right. gemacht? I'm not one of them. My friend and I, we're with the Imperial Army. And we've come to help. Do you know where your parents are? In the church. Oh, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? Weinende Kinder und fanatische
Kirchentypen. Ich möchte nicht schon wieder von Hugo anfangen, aber... Naja, ne? Ob es hier wohl Loot gibt, das ich looten könnte? Ich sehe halt leider nicht ganz so viel. Toggle, was grunzt du denn die ganze Zeit so? Hey, Sid. The church, I know. I'm one step ahead of you. You go in through the front, I'll take the rear. Anyone stands in our way, the other can stab him in the back. Okay, aber hast du auch Loot gefunden? Ha. No, they can't have left the village. Ich wusste doch, es lohnt sich, sich umzugucken. Es ist bestimmt noch mehr. Aber ich will mich mal damit zufrieden geben. Das hier gibt mir auch so ein bisschen Xenoblade-Vibes. Ich habe gerade den Namen der Stadt aus Xenoblade 2 vergessen, wo man die meiste Zeit rumhängt. Aber daran erinnert es mich ein bisschen. Okay, Motten. Gib mal da rein. Keiner da. Ah, das sind doch die im Versteck, oder? This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! About time. Stand back. Holla. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but... I thought you were joking. It's all right. He's with me. Is this everyone? No. There were others. A pair of royalists came for the bearers just before you arrived. Was a dominant among them? Maybe. It's not like he was holding a sign. Ja, die sind ja nicht gebrandmarkt quasi. We'll give you one guess where he's going. Clive, after him. Wäre vielleicht ganz praktisch, wenn die Dominier so ein... So ein Branding hätten. Oh nein, muss ich jetzt rennen? Lauf, Clive! Schneller! Vielleicht sollte ich auf Torgal reiten. Das würde eventuell die Sache etwas beschleunigen. Not yet, my lady, but we have the dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? The bearers have been taken to Caer Norvent. Some may still be worth keeping should the dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind. And the King! Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta, Imperials!
And instead of killing them, you lead the rat straight to us. Mercy. War nicht ganz so schlau von ihm. Look what we have here, boys. An imperial bearer. Good. I was getting bored. Oh, oh, jetzt schon? Boo. Hauptsache, sie hat so fetzigen Nagellack einfach drauf. Die kennen wir doch. Bisschen aufwärmen, ha? What is that thing? This means what I think it does. And Sid has some explaining to do. Die Mucke ist so gut, Mann. Erstmal ein bisschen die Flügelchen anzünden. You better be on your way, Sid. Na komm, das schaffen wir auch ohne Sid. Hoffe ich. Ah, ich meine, sie ist ja schon fast tot, also. Sollten wir mal hinkriegen. Joa, hat geklappt. Das war ironischerweise der einfachste Kampf bisher. Das war ein bisschen merkwürdig. Ah, guck, wie viel Geld wir kriegen. Medaillon des Klerikers erhöht die Wirkung von Heiltränken um 20%. Ja, bitte. Das war chillig. Benedikta. Unterschätzt. Clive! Look who's here to save the day. Is this how you recruit all of your charges? Don't recall you complaining, Benedicta. Burn. So, Sidolphus, remind me, why was it that you betrayed your kingdom? I asked you a question. Lord Commander. Why? Because I'd had enough of you and your king's antics. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? As if I'd tell you. Das heißt, ihr Kingdom hatte auch mal zwei Dominants. We have secured the dominant. Holy something, isn't there? Also Benedicta und Sid. Ich meine, Wind und Donner zu pairen macht doch irgendwie Sinn. And she's gone. Irgendeiner zieht aber immer den kürzeren. Was sind 8 Dominants, aber nur 5? Did she say where she was going? Kristalle. No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But we can't just... Which is why I sent Gav.
The man has a nose for these things. Trust me. Okay. Aber ich glaube, die beiden wird noch aufregend. Die haben offensichtlich noch mehr als ein ganzes Hühnchen zu rupfen. Aber guck mal, wie hübsch das hier ist. Einfach in die Ruinen reingezeckt. So, it wasn't about bears at all. They were looking for a dominant. Yeah, that's right. Thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. No offense. When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. Yeah. This is our home, innit? Don't mean we won't out when we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion the Bold. Whose tamed worms a thousand and slain the tenfold. 100 full legions the young dragoon led, and watched as a million foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it sanders the deep. The skies over storm brace for every leap. And should the revenge won't bring him back. It won't. 13 years ago, I watched a dominant kill my brother right in front of me. No. And I did nothing. Ich glaube nicht, dass Joshua tot ist. But now I can. I can kill the son of a bitch. And bring peace to my brother's soul. Meiner ist der Phönix, der stirbt bestimmt nicht so leicht. Whatever happens, happens. Fate. You're content to be its slave, then. Währenddessen. His radiance would have us believe the Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Perhaps you are distracted. Was, wenn doch wir Phönix sind und Joshua Ifrit? Das wäre weird. Aber wir haben ja auch Phönix gespielt. My offer still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves. Lord Margrace, don't! I'll give you a moment to consider your options. Ja, vielleicht hat der Trailer uns angelogen. Do be gentle with them. Ich meine, ich fand's schon merkwürdig, dass wir halt Phoenix gespielt haben. Vielleicht war alles gelogen. Vielleicht kann auch jeder der Blutlinie eigentlich... Clive.
ohne diese Nummer Dominanten. Sie wollten nur lieber Joshua haben, keine Ahnung. Irgendwas ist mit Annabella halt auch super fishy und dieser ganzen Zeremoniesache, weil Jill kann ja anscheinend auch gerade Shiva nicht beschwören. Kernovent. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. Passt alles irgendwie nicht zusammen. The Catcher Bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the Dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. Mm-hmm. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun. Why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way, suppose I better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. Joshua auch nicht, deswegen waren wir ja in der Festung. I won't. Das ist es ja. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Ja, warum denn nicht? Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. Yes, Daddy. Ich mag Sid. Sid ist klug. Ich frage mich, ob jetzt die Esper-Demo kommt. Klingt ein bisschen so. Hier das Vorüberfallen, in dem Benedicta wohnt. Im Schatten der Nacht. Neue Ware. Now that's settled. There's someone I want you to meet. At this hour? He's the owner of the tavern. And our best hope of getting a decent night's kip. Aber ich weiß nicht, seid mal ehrlich. Geht das nur mir so oder ist der Motion Blur nicht mehr so krass? Habe ich mich dran gewöhnt oder haben sie nochmal runtergeschraubt? Ja gut, wir hatten in der Esper-Demo mehr Fähigkeiten, weil sie uns zeigen wollten, wie es funktioniert, wenn du mehrere Dominant-Fähigkeiten hast. Aber das heißt ja nichts. Die haben ja auch gesagt, dass es nicht, wie es im Spiel dann später ist. Ich habe schon das Gefühl, es ist weniger. Weil gerade stört es mich gar nicht mehr. What can I interest you in today? Das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Das habe ich noch nicht. Ach, guck mal, ich kann mir Mats also auch kaufen. Notenrohr 40.000. Jesus. Oh, yes. Ja, wir haben doch auch irgendwas bekommen, richtig? Genau das hier. Das Medaillon des Klerikers. Immer noch nicht genug Punkte, ne? Auch ein bisschen deprimierend so. Kann ich mir noch irgendwas Günstiges leisten? Ich meine, bisher kommen wir eigentlich ganz gut durch soweit. Aber dieses Trittbrett, das will ich, glaube ich, nochmal haben. Das war eigentlich ganz cool. Die 15 Punkte tun uns jetzt auch nicht weh. Ja, das Menü ist gerade ein bisschen laggy, ne? Kleines bisschen aber nur. So, ab und zu mal speichern. Man weiß ja nie.
Dass einem der Autosave nicht angezeigt wird, ist aber auch ein bisschen. You're the kind man who saved Mommy. Thank you. Gerne. Das war das Kind, das sich versteckt hatte. Mal sprich mit Quentin. Wer ist Quentin? Torgel, weißt du es? Torgel weiß es nicht. Torgel doesn't know. Ich finde das so geil, wie die sich einfach hier überall in die Ruinen reinbauen. Ich meine, das ist super schlau. Würde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber ist alles noch sehr undurchsichtig. Kann ich runterspringen? Er ist ein Sprung, ne? Ist aber auch... Er könnte sich einfach hier drüber schwingen, aber nein. Stattdessen macht er so einen Mini-Hüpfer. Hier runter? Nein. Ist schon ein bisschen albern. Ich muss das echt nochmal mit der Demo vergleichen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie es ein bisschen runtergefahren hätten. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? What, him? You wouldn't believe me if I told you. Hmm. Quentin here is an old friend. One who is sympathetic to our cause. Sympathetic? And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would only a trip to the gallows. Ja, frei von wem überhaupt? I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own Dominant of Fire? A Dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't. No, but nothing passes unnoticed in Lostwing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid. Your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma, as a favor to Sid, that is. Feuerzeug dranhalten. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Du hast den Gehängten von Quinten erhalten. May the mothers guide you. Okay. This might be Imperial land, but here in Lostwing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Ich würde es gerne wissen. Lostwing knows what that seal means and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings or put them to good use and find that dominance. Your choice. Warum ist der so mächtig? Was verschweigt uns Sid jetzt schon wieder? Let's see if this thing really works. Der Sid verschweigt uns doch schon wieder Sachen. Ah, Master Quentin took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Oh, wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Now, what can I help you with? I'm searching for a Dominant of Fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But
I do seem to recall one who commanded the flame. Now, whether or not that makes him a dominant, I can't say. But the Waludas certainly took a keen interest in the poor sod. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have, though. Thank you. Warum werden die überhaupt gebrandmarkt? Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden sie Leute brandmarken, die Fähigkeiten haben wie Clive. Aber dafür sind es zu viele, weil normalerweise können Leute ja keine Magie wirken. Also ohne Kristalle. Ich habe so viele Fragen. Honored visitor, might I ask that you pray with us for the deliverance of our brothers and sisters from evil? Nö. What a hanged man I see. Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now. Along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did. Na, die beiden kennen wir doch. And wherever the royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. Die beiden kennen wir doch. Unser kuttiger Freund ist auf jeden Fall nicht maidenless. Das können wir schon mal festhalten. The hanged man is always watching. As if he had aught better to do. Ja, der hängt ja nur so rum, ne? Tell me that scowl means you've got good news. So, a shady lad with a hood, and his equally shady lass. Not much to go on, but... But? I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon he has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waludas have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Kann man Clive mal füttern? Der hat immer noch nichts zu essen bekommen. Möchte ich nur mal drauf hinweisen. Torgel wird gefüttert, das ist gut. Aber sie könnten auch mal Clive füttern. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that... The floor will more than suffice. Out. Better than a wet rock, I suppose. My thanks, Quentin. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. Mag seine Stimme. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village. And failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Er könnte ja auch mal bitte sagen und danke. Schätze nicht. Ganz schön rauer Umgangston. Am nächsten Abend. Warte, wollten wir nicht tagsüber...
That took longer than expected. First time dismantling the barricade. Warum dürfen wir das denn jetzt nicht machen? Don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the Cairn when the shadows are at their deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. Ich hätte die Barrikade jetzt. The road south end. Unless. I know of another shortcut. You should be so lucky. Ich hätte die jetzt auch kaputt gemacht, aber das war wohl nicht gewünscht. Na gut, dann gehen wir zum Tor der Feller. Wenn ich den Weg hinfinde. Hier im verschachtelten Dunkeln. Ja, ich glaube, hier lang ist nicht schlecht. Hier, das ist ein Hund. Der ist klein und süß. Torgal ist halt ein riesiger Wolf. Most of us came to Lost Wing to get away from the kind of thing that happened last night. Oh, which only makes it worse. Ja, witzig. Hier ist die Kiste, die ich vorhin ausgeräubert habe. Warte, hier geht's gar nicht weiter. Mist. So ein Mist. Aber eigentlich haben die es schon ganz cool hier, muss man sagen. Aber meine Orientierung ist hier echt für den Arsch. Was ist jetzt da nach oben? Okay, ich glaube, das ist richtig. Come back to me, my darling. I can't bear another night without you. Sitcom. Es gehört sich nicht zu lauschen. The road here cuts through Lorbert's Pass to Cairn Northern. You're not thinking of heading that way, are you? Ich schätze doch. If the Royalists were looking to take the Cairn, they'd have posted sentries to prevent any unwelcome surprises. At least I would have. Well, you should know. Ja. Als Ex-Kommandant muss erst wohl wissen, wie sie funktionieren. Turbo-Modus. Wrong way, friend. Doggos. Mann, dass wir die ganze Zeit Hunde bekämpfen müssen? Deprimiert mich aber schon ein wenig. Ja, sorry, Torgel, ich such mir das doch auch nicht aus. Chance of holding. When they've no intention of holding it, the king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of his majesty's cunning stunts, and he sent his best to execute it. Okay, muss es wissen, kennt den König ja anscheinend. There they are! Dezimieren wir hier mal ein bisschen die Forces. Das wird sich schon lohnen, hier ein bisschen aufzuräumen. Immer diese Finisher, die sie dann doch ganz knapp überleben. Level up. Einfach schon Level 14. So, da ist ein Item. Da leuchtet was. Ist das ein Obelisk? Maybe?
Nö, ist eine Kiste. Sweet. Okay, wenn Meteorsteine in so einer leuchtenden blauen Kiste sind. Ach, dann sind die ja vielleicht doch seltener. Oh nein, es regnet. Also in-game. Was haben wir hier? Nichts, okay. Schade eigentlich. Ich hätte hier was versteckt, aber naja, dann nicht. Dann wohl nicht. Da liegt noch ein bisschen Heilung rum. Oder? Ne, war ein Glühwürmchen. Kein Orvins. Hard nut to crack, even when it isn't crawling with royalists. I don't care who else is in there. Greifst du, ist mir egal, ich mach alle kaputt. Er hat ein ganz schön großes Mundwerk. Brenne. It's over. Sweet. Mutterkrab. Na, jetzt sind wir auch gleich schon da. Das ging schnell. Schleichen wir uns wohl von unten rein. Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavor will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Hm. Clive kann ja auch smart. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. Ach, Sid. Der kleine Idealist. Hey, da war noch ein Item. So, tell me about this, Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Ach, ich kann die handeln. Neruda, Warden of the Wind. Hey. Mhm. Okay, Schätze, wir gehen rein. Es sieht schon so ein bisschen aus, wie das, was wir in der Demo gesehen haben. Immer noch der rote Stern. Er lässt nicht nach. So, okay, gehen wir doch erstmal nach Hause, wenn man uns die Möglichkeit schon gibt. Es ist ein bisschen weird, immer so nach Hause zu hüpfen. Aber wenn ich mich gut vorbereiten kann... Warum sollte ich es denn nicht machen? Well, what do you want? Okay, aber er kann leider... Doch, das hier könnte er noch upgraden.
Machen wir das mal. Yeah, that should do you. Mehr Leben schadet ja nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn anspreche über sich? Well, I ain't the cook, am I? Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus, wobei du dir wünschen wirst, dass ich hier kochen würde, wenn du Kenneths Eintopf kostest. Ja, die anderen sind auch nicht tot umgefallen. Übrigens, funny, dass das jetzt plötzlich nicht synchronisiert ist, obwohl bisher alles synchronisiert war. Es ist so, Sid hat einen Schmied gesucht und ich eine Schmiede. Man könnte sagen, wir haben eine Zweckehe geschlossen. Dank Sids schlauem Köpfchen ist die Schmiede hier die heißeste diesseits der Hölle und das ohne, dass Träger dafür verheizt werden müssen. Na guck mal, er hat auch so ein Brandmal, sieht zumindest ein bisschen so aus, aber oben. Die ganzen Brandings, die wir bisher gesehen haben, waren ja alle auf der Wange, aber er hat es oben an der Schläfe. You got anything needs repairing? Wie auch immer, wenn du etwas repariert oder umgearbeitet haben willst, bring es zu mir. Ich werde dir keine Gille abknöpfen wie Charon, aber die Materialien musst du selbst besorgen. Kann doch nicht einfach Karen mobben. Apropos, mit der habe ich auch noch nicht geredet. Yes? What? Taking an interest, are you? Ja, ist da jemand neugierig? Bestimmt fragst du dich, warum eine anmutige und kultivierte Dame wie ich sich mit diesem Gesocks hier abgibt. Ich sag's dir, weil sie eine Abmachung mit der Obersocke hat. Ich profitiere von Sid und er von mir. Ich nutze meine alten Handelskontakte und beschaffe ihm alles, was er und seine Leute brauchen, und sie zahlen mir das, was ich dafür verlange. And to sweeten the deal. Außerdem lässt er mich hier wohnen, gut versteckt vor den ganzen Leuten, die mir an die Gurgel wollen. Und glaub mir, das sind nicht wenige. Die Obersocke ist ja auch ein bisschen zu herrlich. So, fassen wir das mal an. Wiederhole einen bereits abgeschlossenen Spielabschnitt mit deiner jetzigen Stufe. Alle bereits geöffneten Kisten bleiben dabei leer. Okay, das heißt, man kann hier, schätze ich, grinden, aber ob das so viel Sinn macht, wenn ich meine jetzige Stufe behalte, aber die Monster schätzungsweise die Stufe haben, die sie vorher hatten, weiß ich halt nicht. Und das hier ist halt einfach nur der Highscore-Modus. Weiß man jetzt nicht. Der Bade singt noch. War hier nicht noch... Genau, das Ding. War das jetzt unten? Das war natürlich auf der anderen Seite. Aber ich mag, dass wir diesen Hub haben. Mir fehlt nur ein bisschen der Muggel, aber ich glaube, der ist später für Hans vielleicht zuständig. So. Yours is not a familiar face. Are you new to the hideaway, perchance? You could say that. Well then, allow me to welcome you. I am Harpocrates II Hyperboreus. Ach so. That's, quite a mouthful, I know. Which is why everyone here has taken to calling me simply Tomes. On account of the company I keep. And what varied company. I'm a collector, you see. Not of bijou and baubles, but of stories. The history and culture of these isles have ever been a source of endless fascination to me. But alas, my days of wandering the realm in search of new tales are far behind me. And so I've taken to sharing that which I've gathered with all who might listen. Perhaps you would care to listen. When I was very young, es ist so weird, dass sie anfangen zu reden und dann einfach mit einem Satz aufhören. Als ich als Kind weit jenseits dieser Ufer gelebt habe, hat mir mein Vater jeden Abend aus dem einzigen Buch vorgelesen, das wir besaßen, den Chroniken des Moss. Das darin beschriebene Valisthea mit seiner Magie und seinen mystischen Bestien hat mich so sehr fasziniert, dass ich, sobald ich volljährig wurde, auf einer Handelsgaleere als Schiffsjunge anheuerte, um es mit eigenen Augen zu sehen. Yet, when I arrived, vorgefunden habe ich ein Land des Krieges und des Leids, verfinstert durch die Fäule und das Böse in den Herzen der Menschen. Das bedeutet aber, es gibt noch eine, ich nenne es mal Außenwelt, außerhalb von Valisthea. Wenn er von außerhalb kommt.
Dennoch war ich entschlossen, in die Fußstapfen von Moss zu treten und alles zu dokumentieren. Das habe ich getan, an allen möglichen Orten und in allen möglichen Rollen, bis meine alternden Beine mich nicht mehr tragen wollten. Fortunately. Glücklicherweise hat Sid mich aufgenommen und mir einen Platz angeboten, wo ich meine Studien fortsetzen kann. Meine einstige Wanderschaft hat seitdem wohl oder übel ein Ende gefunden. Okay, was ist denn diese Memothek? I have compiled some new entries, if you would like to see them. Eine Wissenssammlung. Also ist das quasi ein Glossar? I have a few new notes that might interest you. Das ist ja cute gemacht. Oh! What subject shall we consider today? Sieh mal einer an. Wir sind ganz knapp nicht Level 2 geworden. Relevante Themen. Der Dominus des Feuers. Ach, hier kann man diese ganzen Dinger nachlesen. Okay. Ach, das ist ganz cool. Wenn man also eine Frage hat, dann kann man einfach hier so reingucken. Ist ja sehr cool gemacht eigentlich. Wildstämme. Weißt du, in 14 haben sie extra umbenannt, damit sie nicht mehr wilde Stämme heißen. Hier ist das plötzlich wieder in Ordnung. Naja, gut. Did you learn everything you needed? Wahrscheinlich. Das war doch erhellend. Dann haben wir das auch gesehen. Und zu Jill dürfen wir immer noch nicht, leider. Na gut. Upgraded habe ich. Eingekauft habe ich auch. Dann wird es Zeit, das Kern Norwend zu infiltrieren im Schatten der Nacht.